hier nicht der Kran? Nein, ist er nicht. Ah, ich sehe gerade auf der Karte, wo ich bin. Bin mir gerade nicht sicher, ob hier auch was sein kann. Vielleicht ist hier was versteckt. Nein, ist nicht. Schade. Aber gibt es hier nicht irgendwas als Belohnung? Zumindest ein Killerwahn oder so? Ey, was muss doch hier hinten sein? Sonst können wir doch gar nicht hier lang eiern, oder? Irgendwas müsst ihr uns doch schenken. Ja, weil... Wow, ja. Das ist jetzt hier der Crown. Ja, gut. Ja, es wurmt mich gerade ein bisschen mit dem Auftrag. Gott sei Dank, muss doch gehen. Okay, naja. Immer nur ein dreifacher Multiplikator. Naja, man gab es ein bisschen mehr. Das ist trotzdem echt ärgerlich, ey. Na gut, erstmal können wir die Waffen wieder wegstecken. Zumindest haben wir unsere Waffen noch. Ja, wir haben noch alles, ja. Auch den Multiplikator haben wir noch. Das ist doch das Wichtigste. Aber ich brauche jetzt unbedingt eine neue Gefängniskarte, bevor ich neue Aufträge annehme. Die müssen wir erstmal finden. So. Kommt hier mal eine Karre, eine vernünftige? Nee, keine Rolle. Ah. Ja, nehmen wir den. Dankeschön für die Lieferung. Na, der blaue wäre besser gewesen. Ist egal, jetzt habe ich den. Da ist schon mal eine Kiste. Kiste. Pistole. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich hänge hier an der Wand fest. Man muss ja auch ein paar merkwürdige Winkel hier abklappern, um was zu finden, denke ich. Oh, vielleicht hier. Irgendwas Tolles. Komm. Gebt mir doch mal was. Ich brauche nur ein paar Kisten. Hier auf der Grün. Ah, da war was. Da war was. Sorry. Das da nehmen wir mal mit. Jawohl. Da haben wir doch das, was wir gesucht haben. Okay. Dann fahre ich jetzt nochmal einen Bogen. Und dann so langsam Richtung Telefone, die natürlich auf der anderen Seite wieder sind. Aber wir könnten vielleicht zum anderen Kran nochmal eben gehen. Wobei, der bringt ja nichts, wenn wir keinen Multiplikator haben, ne? Die Titanbäume. Ja gut, ey, ich sag mal so, wenn ich gegen einen Baum fahren würde mit dem Auto, würde mein Baum auch, würde mein Auto ausstreiken. Achso, ja, ich fahre ja auf der falschen Straßenseite. Können wir uns nicht darauf einigen, dass die anderen alle auf der falschen Straßenseite fahren und nur ich fahre richtig? Wieso stand der Roller mitten auf dem Zebrastreifen? Mann. Gut, ja, der war aber schön gewesen. Ich werde mir gleich eh ein anderes Auto nehmen, glaube ich, weil der macht es auch nicht mehr so lange. Und der eiert wieder rum. Wie der einfach zu Fuß weiterläuft. Als wäre nichts gewesen. Der Rollerfahrer, meine ich jetzt. So. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Ich glaube, wir sind gleich da. Genau, da müssen gleich die Telefone sein. Jawohl. Sehr schön. Da wollen wir mal. Nehmen wir jetzt den unteren hier. Red mal mit Terry Dawkins, dem Großmaul. Er wird dir schon sagen, was so abläuft. Nehmen wir uns mal hier wieder den Oldtimer. Die flitzen ganz... Schön, dass du eingestiegen bist. Ich danke dir. Mann, ich wollte den Oldtimer haben. Ja, das Ding fährt auch ganz gut. So. Okay. Ja. Und runter. Uff. Wieso? Oh ja. Werde ich wieder gesucht, weil ich in den Bus hinten reingefahren bin. Warum schleicht denn der da auch so? Unglaublich. Was sollte ich nochmal machen? Achso, mit ihm reden muss ich auf jeden Fall. Nicht töten, reden. Okay, irgendwo hier wird er sein. Okay, da oben.
Wir gucken mal. Aha, da ist er. So, mein Freund. Guten Tag. Die Zwillinge wollen, dass Lenny Smith... das Auto ist verschwunden! Seine Gang ins Housework eliminiert werden. Nimm den Tank und es breche in ihr Lager ein. Den Panzer! Ach du Scheiße. Okay. Ja, doof war jetzt gerade. Mein Auto ist verschwunden. Das Spiel hat mir einfach mein Auto weggenommen. Ist der Panzer weit weg? Wahrscheinlich. Brauche irgendwie eine vernünftige Karre. Sowas hier. Danke. Mickey heißt der Wagen. So. Wo ist er denn, der Panzer? Aha, nehmen wir den. Ja gut, ist halt Auftrag, ne? Nein, du sollst in den Panzer einsteigen, Mensch. Dankeschön. Also rückwärts ausparken, ne? So, zack. Hat nicht geklappt, schade. So, begib dich zum Lager. Beeil dich zum Lager zu kommen. Ich versuche erstmal nicht so viel Krach zu machen. Ich fahre erstmal vernünftig. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Ach, das sind sie. Und jetzt zerstöre alles. Bringen sie alle um. Gut, erstmal den Tanker kaputt machen, glaube ich. Ich glaube, das Schießen, was ihr da unternehmt, das hat nicht so wirklich Sinn. Oh, war noch einer. Der da. Gute Arbeit! Wir haben Lennys Organisation eine ganz schöne Beute verpasst. Okay. Ich möchte eigentlich ungern jetzt mit dem Panzer weiter hantieren. Weil der halt natürlich... Ja, kommt auf den Auftrag an. Es kommt auf den Auftrag an. Terry hat ein paar Informationen über Lennys Spießgesellen. Sie müssen sterben. Wenn seine Kumpane aus dem Weg geräumt sind, wird Lenny ein altes Ziel sein. Ja, okay, komm. Versuchen wir es mal mit dem Panzer. Drehe ich da noch mal. Ich konnte doch auch mal... der fährt gar nicht mehr. Ich konnte den Panzer auch mal drehen. Also... den Kopf. Ja, ich versuche einfach mal vorsichtig hier durch die Straßen zu tingeln. Nicht die Polizei auf mich zu hetzen. Sieht doch ganz gut aus eigentlich, ne? Was war mit dem? Den soll ich töten? Sollte funktionieren, ne? Was? Ich sollte den doch umbringen! Der stand doch da! Och man, das stand doch, ich soll den aus dem Weg räumen. Verzeihung. Oh, dann eben nicht. Jetzt haben wir es. Die Zwillinge wollen Lenny persönlich erledigt haben. Geh zu Terry Dickens und hol dir weitere Informationen. Informationen holen. Okay, dann ist klar. Dann soll ich mit ihm sprechen. Aber da stand eben, ich soll ihn aus dem Weg räumen. Ah, okay. Also nochmal das Ganze. So, mal immer ein kleines Auto ausparken, einparken. So. Nee, der verschwindet jetzt gleich, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Lennys Bruder mag recht haben. Als Spaziergang im nördlichen Teil von Neuseeland, schlag ihn ein bisschen zusammen, bis er genug Panik kriegt. Mein Panzer ist weg. Ha! Nee, ist er nicht. Aber ich verzichte jetzt auf den Panzer. Es ist besser. Es ist besser, Leute.
zu gefährlich. Und wir kommen auch so ein bisschen schneller voran. Wieso liegt da eigentlich ein Toter? Kann ich angehen. Unglaublich. Wo die heutzutage überall rumliegen. Rap-dap-dap. Prügeln soll ich, ja? So. Da wollen wir den mal ein bisschen verprügeln. Wada! Guten Tag. Lenny ist in der Dachwohnung südlich von hier. Er hat eine Familie. Bring ihn nicht um, bitte. Töte diesen Jammerlappen. Okay. So. Finde die Leiter zum Dachwirt, auf dem Daddy sich befindet. Okay. Brauch ein Auto. Ja, ich habe da einen Passanten mit erschossen. Das wollte ich natürlich nicht. Oh, nee. Nicht Polizei. Ich bräuchte ein Auto. Noch ist er weit genug weg, der Polizist. Nee. Wenn, dann brauche ich jetzt was ganz Schnelles. Und wenn, dann bitte in Fahrtrichtung. Ansonsten gehe ich zu Fuß. Es kommt... Oh, scheiße, die Polizei schießt schon auf mich. Die ist schnell, verdammt. Hier kannst du schlecht schießen, die sind alles Menschen. Könntest du da bitte ein Auto kommen? Ja, perfekt. Nee, das kannst du nicht geschafft haben. Boah. Okay, ich sag mal so, die Polizei ist tatsächlich ein bisschen aggressiver geworden jetzt hier, ne? Ja. Scheiße, ey. Jetzt brauche ich schon wieder eine Gefängniskarte. Langsam gehen sie mir, glaube ich, aus. Ich weiß nicht, wie viel es noch gibt. Aber ans Telefon. Aber ich muss langsam mal wieder eine Mission schaffen, ne? Das läuft gerade nicht so gut. Scheiße, scheiße, scheiße. So kommen wir nicht zu Kohle und nicht zu Multiplikatoren. Manno. So, noch ein Telefon da. Oh. War ich nicht so gut. Da ist eine Kiste, immerhin. Was ist da das Schönes? Killerwahn! 100 Punkte. Ja, komm, das kriegen wir wohl hin, ne? Sehr schön, geschafft. Hat auch ein paar Punkte gegeben. Aber gleich. Trotzdem haben wir schon bald die 100.000 voll. Obwohl wir jetzt noch nicht viel getan haben. Es war jetzt ein Killerwahn. Okay, ja. Aber ich hätte trotzdem ganz gerne Karte. Oh, wir sind schon wieder am Kartenrand hier angelangt, ne? Hier müsste doch das, der Kran sein, ne? Ja. Moin! Das klingt richtig schön aggressiv, ne? Moin! Ist das? Ach ja. Was gibt es denn für die alte Karre? Die war schon ziemlich kaputt. 282. Ja, ist nicht drin. So, bitte jetzt ein gutes Auto. Ja. Er steigt nicht ein. Er nimmt das. Das ist ein Triumphant, ne? Ja, den will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Gib mir bitte mal was Vernünftiges. Nee. Will ich alles nicht. Das ein vernünftiges Auto, bitte. Irgendwas Tolles. Das ist eine Kiste. Will ich die haben? Ich glaube, ich will die haben. Ich glaube, ich will die Kiste haben. Und ich sollte vielleicht die Waffe mal wegstecken, so. Vielleicht ist das ja eine Karte. Ich brauche eine Karte. Ein extra Leben. Ja, okay. Ja, nehme ich natürlich auch mit. Ist nett. Aber ich brauche eine Karte. Das ist viel wichtiger. Nein, dich will ich immer noch nicht. Die gleichen Autos wie eben hier. Ja, sowas ist gut. Komm, einsteigen. Dankeschön. So, aber... Ich brauche halt noch... Ja, das ist auch nicht schlecht.
Was macht ihr da? Warum ist das ständig, der fällt ständig jemand ins Wasser? Ach, immer vor die Schießerei. Ich bin jetzt unter den Westminster in dem Park drin oder so. Gucken, was hier noch so ist. Vielleicht versteckt sich hier irgendwas. Ein bisschen aufpassen sollte ich hier schon, aber. Hier ist aber nichts großartig. Ja, da ist irgendwie verbuggt, dass da irgendwie so ins Wasserfallgeräusche die ganze Zeit aufploppen. Mehr ist da aber anscheinend nicht. Na gut, fahren wir hoch. Ne? Und vielleicht grapschen wir uns irgendwo eine Kiste. Das da zum Beispiel. Was ist das? Pistole, okay. Da ist noch was? Flammenwerfer, ja. Ich hätte gerne eine Kiste. Ach, Verzeihung, ja. Das da, was ist das denn? Bestechungsgeschenk, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Schade, schade, schade. Das ist das. Das war Beschleunigung oder sowas, glaube ich. Genau, im Hyde Park könnte ich mich mal umgucken. Da könnte auch was sein. So, mal schauen, ob hier irgendwo eine Kiste rumliegt. Ein bisschen aufpassen muss ich natürlich schon, dass ich nicht ins Wasser fahre, das ist klar. Aber hier könnten Kisten versteckt sein, ne? Warum nicht? Northwest Hyde Park. Gleich sind wir oben am Ende der Karte angelangt. Hier zum Beispiel. Aber ist hier nicht irgendwas versteckt? Komm. Muss irgendwas sein, oder? Zumindest ein Killer war. Also irgendwas müsst ihr doch hier im Hyde Park versteckt haben. Nichts? Da ist schon wieder Ende im Gelände. Komm, irgendwas. Sieht echt, sieht nicht so aus, ne? Dass hier was ist. Unglaublich. Im ganzen Hyde Park nichts Auffälliges versteckt. Naja. Ah, okay, jetzt sind wir direkt an der Polizeistation. Vor ganz Zeit, die werden uns ja nicht direkt eine Du kommst aus der Gefängniskarte präsentieren. Von der Polizeistation, das wäre geil. Einfach Ironie wäre das. Ich weiß, wo die Telefone sind, aber ich muss unbedingt eine Karte haben. Hier nicht. Scheiße. Hark. Oh. Ist ja gut. Tja, hier vielleicht. Da bin ich gerade rausgekommen, ne? Ah, so was ähnliches. Wo kriege ich jetzt eine Karte her? Ah, es gibt wahrscheinlich auch nicht unbegrenzt welche. Zwei Stück habe ich schon verbraucht. Natürlich könnte ich sagen, auf gut Glück, ja, ich werde nicht nochmal gefangen. Aber das ist mir zu riskant. Wenn dann alle unsere Multiplikatoren... Gut, wir haben erst vier, ist auch richtig. Notfalls muss ich halt nochmal von vorne anfangen mit der Mission. Das wäre jetzt auch kein Beinbruch, aber... Ah, mache ich ungerne. Mache ich echt sehr ungerne. Also, ja, gucken wir nochmal auf dem Weg dorthin, ob wir eine Kiste finden. Aber ansonsten... Soll das Risiko einfach eingehen? Ich weiß nicht. Auch nicht so geil hier drin, ne? Haben wir wieder von versprochen. Ich fahre schon komisch. Oh, da habe ich auch hier irgendwie jemanden platt gefahren anscheinend. Schönes rosa Auto hier. Ah, ein Telefon haben wir hier noch. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Und? Die Crips planen einen Riesenüberfall und brauchen ein paar Minis. Okay. Ja, Autos besorgen ist okay. Dann mache ich, glaube ich, erstmal nicht so viel verkehrt. Oh, warte mal. Das scheint eine Nebenmission zu sein. Oder ein Killerwahn. Moment. Da steht er sehr auffällig. Ja, wahrscheinlich wäre das eine extra Mission gewesen. Aber da ich gerade in einem Auftrag bin, geht's wohl nicht. Die war jetzt ja wieder ein bisschen schneller. Karte? Vielleicht? Nein. Schade. Schade, schade. Das ist das Fußballstadion. Das Polizeistadion, wollte ich erst sagen. Ach, fuck. Falsche Seite.
Ja, ist ja gut. Ich wäre so langsam unterwegs. Da ist der erste Mini. Der war gerade echt nicht lange gehalten, ne? Okay, ein Mini. Wohin damit? Du hast den ersten. Bring ihn her. Und schon sucht mich die Polizei. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht schön. Oh Mann, ich muss unbedingt aufpassen, dass die mich nicht erwischen, ey. Und wenn ich irgendwo Kisten sehe, sollte ich schon den Umweg fahren und sie einholen. Das Umweg. Also ich sollte mir Mühe geben, sie einzusammeln, sagen wir so. Dun, 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 dun. Guck, wie viele Minis es wäre. Oh, ich höre Polizei. Scheiße. Oh, Titanschild! Kann ich ganz schlecht gebrauchen gerade. Noch eins. Ei, 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 ei. Ich darf jetzt bloß keine Scheiße bauen. Ja, ich würde jetzt so gerne eine Gefängniskarte haben. Oder jetzt ein Bestechungsgeschenk auch. Genau. Oh, diese scheiß Titanschilder. Wieder festgehangen. So. Wo ist die doofe Garage? Da. Und die soll bitte reinfahren. Okay. So, also gut. Der zweite ist in Ostbermondsee. Sehr schön. Da muss ich ein bisschen fahren. Was eigentlich ganz gut ist, dann kann ich mir vielleicht noch auf dem Weg dorthin was schnappen. Einen neuen Fahrbahnuntersatz und vielleicht ein paar Kisten. So, ich halte jetzt hier mal an, trinke kurz einen Schluck und warte, bis ein vernünftiges Auto kommt. Er wartet so nett, dann nehme ich den jetzt. Yes, oh! Ein Renault. Ich hatte den noch nicht, deswegen... Oh, der fährt doch vernünftig. Schwarze Karre, gefällt mir. So. Ja, ach ja, wir müssen ja runterfahren, genau. Hauptsache die Straße ist frei, das ist sie aktuell. Oh, läuft, ne? Da muss ich rein. Okay. Kann ich hier hin? Hier so? Geht das? Ah, da ist der Mini. Okay. Ja, gut. War ein kurzes Vergnügen, aber wenn ich in die gleiche Garage muss, ist es okay. Oh, jetzt habe ich schon vier Polizisten am Hacken. Ist das die gleiche? Bring ihn auch hierher. Okay, es ist die gleiche Garage. Ja, wir müssen ja schon über die Brücke. Das ist ja nix. Hoffen wir mal, dass da nicht zu viel los ist. Aber sieht ganz gut aus. Der Weg war jetzt auch nicht so weit, tatsächlich. Puh. Trotzdem würde ich lieber ein paar Schleichwege nehmen. Okay. Wow. Jetzt bewegt dein Arsch zur Werft. Du musst ein paar frisierte Minis für uns testen. Ein paar gleich. Ey, der packt gut. Hier. Dankeschön. Den aber zur Werft. Ist klar. Aber die Werft ist ja auch da unten in Bermondsee, ne? Ich glaube schon. So, könnt ihr mal alle aus dem Weg gehen, danke. Au, fuck. Schön gegen die Brückenpfeiler gedonnert. Das tut gut. Oh, haarige Schnarge. Ich sehe nix. So, jetzt aber. Das ist auch schon der erste. Ist die Kiste? Nein. Okay. Nehmen wir den. Ist ja gut. Ich muss schon direkt daneben stehen, damit das richtig einmal. Ja, sehr schön. So. Fahr los und hol das letzte aus dem Wagen. Aber. Bleib in der Gegend! Und versuche. Hände. Was? Bleib in der Gegend? Wie? Einfach nur. Versuche Wände und Masten zu vermeiden. Okay. Also einfach nur Gas geben oder was? Hä? Verstehe es jetzt nicht. Dann fahr jetzt einfach ein bisschen im Kreis. Okay.
Ich weiß nicht, was ich bringen soll. Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Bleib in der Gegend. Er hat gesagt, bleib in der Gegend. Ich fahre jetzt einfach hier mal im Kreis. Ich hoffe, das ist richtig, was ich... Wenn ich jetzt in die Luft gehe, das wäre echt ganz schlecht. Gut, zumindest, werde ich dann nicht von der Polizei geschnappt. Mal gucken, was passiert. Gut gemacht, der Wagen hat bestanden. Als nächstes kannst du zum Lieferwagen rüberlaufen, um ein paar Sprengladungen anzubringen. Welchem Lieferwagen, verdammt? Ah, da. Okay, interessante Mission war das gerade. Komme ich hier durch? Ja. Okay. Alles klar. Begib dich wieder in die Sicherheitszone. Dort angekommen, sprenge die Ladung. Die Sicherheitszone ist hier, ne? Oder? Okay. Hä, ich bin doch jetzt nur einmal im Kreis gefahren. Bin ich jetzt hier richtig? Scheinbar bin ich hier richtig, ne? Hm. Ist das richtig? Hä? Verstehst du jetzt nicht, was ich... Nochmal. Begib dich wieder in die Sicherheitszone. Dort angekommen, sprenge die Ladung. Ich versteh's nicht. Ist hier geradeaus? Ich bin doch hier richtig, oder nicht? Das ist schon richtig hier anscheinend. So. Ah, jetzt. Okay. Und du? Okay, solltest du schon die verdammten Türen wegpusten. Aber mach gleich, ist eine gute Arbeit. Okay, ja, wir haben es geschafft anscheinend. Boah. Ich habe den Sinn jetzt nicht verstanden, was das mit dem Mini zu tun hatte. Okay, gut. Ja. Aber immerhin, mal wieder einen Auftrag geschafft. Das ist doch mal schön. Ich freue mich. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Hier das Telefon, Alter. Albert hat was für dich. Ja, okay, das ist schön. Auftrag ist immer gut. Jetzt haben wir einen frisierten Mini. Der ist anscheinend ein bisschen schneller, ne? Also, er macht einen schnellen Eindruck. Okay. Das müssten jetzt aber andere Telefone sein, weil die vier Stück, die wir da hatten, die waren ja fertig. Bin gespannt, wo er uns jetzt hinlotst. Brandneue Aufträge wahrscheinlich. Ork. Oh. Aber hier ist ja gleich Ende der Karte. Müsste eigentlich. Ja, was sagen. Ah, und da ist sogar ein Auto da in der Nähe. Warte mal, ist das vielleicht ein Auftragsauto, wenn das schon da so steht? Nö. Dann habe ich den wohl mal geparkt da. Egal. Gut, was haben wir denn Schönes? Hallo Süßer, weißt du, mit wem du sprichst? Albert Crisp, du wirst einen großen Auftrag für mich erledigen. Begib dich zum Trafalgar Square und setze die Sicherheitskameras außer Betrieb. Okay. Ach Gott. Ja, komm, Gas. Ich hasse Zeitaufträge. Hab ich das schon mal erwähnt? Nein, ne? Jetzt irgendwie Gas geben. Hier hin? Ich bin doch da. Ja, du? Das wäre die erste Kamera. Okay, wie eigentlich schnell sieht gut aus. Okay, ah, da habe ich diese Kamera eingestellt. Okay. Da eine hin. Ich sehe nichts. Was soll ich da hin? Die zweite außer Betrieb. Komm, weiter, Baby. Okay. Okay. Da eine. Hier so. Okay, komm. Mach es. Das waren alle. Schnapp dir den Raketenwerfer und jage damit die gelben. Den gelben Tank in die Luft.
Ich hab. Welcher Raketenwerfer? Ich hab keinen. Ja, wahrscheinlich kriege ich den jetzt. So, da ist er. Mach ihn platt. Okay. Bist schon sicher, ne? Okay. Scheiße. Scheiße. Krieg ich nochmal Raketenwerfer? Den schau ich ja sonst nicht. Wie mach ich das? Jetzt hab ich keine Raketenwerfer mehr. Ich habe noch eine Idee. Ich stelle. Pass mal auf, ich mach das so, dass ich mich direkt davor stelle. Und dann zünden wir einfach das Auto an. Das müsste ja auch rumsen, ne? Mal gucken. An, den kann ich wohl nicht anzünden, ne? Ich versuch's mal. Doch! Schnapp dir jetzt die Ware in der Mitte vom Platz. Okay. Steig das ein, Mensch! Ich dachte schon, der Auftrag wäre jetzt eigentlich vermasselt. Oh, jetzt kommt die Polizei. In der Mitte vom Platz. Ja. Okay. Jetzt setz dich in den Mini und fahr weg. Welchen Mini? Oh! In den Mini, in den Mini, in den Mini. Rein! Okay. Und jetzt denk dran, was du geübt hast. Vermeide die Bullen. Ja, da sind sie! Straßensperren! Nein! Hilfe! Oh fuck! Mach rüber in die Garage, Südwest Bo. Bo? Bist du nicht ganz dicht? Bo ist am Arsch der Welt. Bo ist ganz links auf der Karte. Oh Gott. Oh, das werde ich doch nie schaffen. Das könnte ein interessanter Auftrag werden. Da will ich aber ordentlich Kohle für haben, ohne Scheiß. Okay. Jetzt wäre ein Bestechungsgeschenk geil. Nein! Oh Gott! Wir sind in Bow. Okay. Wo ist die scheiß Garage? Ist die hier drin? Von außen. Ha! Ja! Geschafft! Oh, war eine heiße Mission, ohne Scheiß. Ja, das ist der Wagen weg, den ich haben wollte. Nimm mal den. Ich wollte gerade sagen, langsam muss man mal reinkommen. Locust heißt der übrigens. Ja, schön, hat doch geklappt. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon fast die Hälfte des Geldes zusammen. Fahr ein bisschen rum und such dir Beschäftigung, mein Junge. Okay. Wir haben jetzt also keinen direkten Auftrag. Scheiße, da müssen wir uns jetzt eigene Telefone suchen. Ja, ah, da, es gibt eine leckere indische Bestellung für die Crisps in Südosten Bow. Wir sind doch in Bow, ne? Wir sind in Bow, Südosten in Bow. Mal kurz gucken, wo West City, wo ist West City? Da. Ja, wir gehen auf jeden Fall nach rechts. Wir müssen nach Südostbo. Kriegen wir hin. Das machen wir mal eben. Südostbo. Ost City. Jetzt gleich kommen wir dann in Westbo an. Hallo. Ich möchte immer noch gerne eine Karte haben, ne? So, jetzt sind wir in Westbo. Wir wollen aber Südostbo hinkriegen. Zentrumbo. Ostbo, ist man da nach Süden? Südostbo. Was war da nochmal? Achso, ja. Da gibt es eine Bestellung, ne? Sind wir jetzt schon. Sind wir jetzt in Südostbo oder nicht? Südbo. Killerwahn! 300 Punkte. Okay.
schaffe ich nicht. Nee, gescheitert, ist egal. So, Südbow, Südostbow. Wo denn, verdammt? Hier muss ja irgendwas sein. Also Südbow, dann gehen wir nochmal nach Osten. Ja, ich weiß. Das ist so schlimm. Aber jetzt sind wir doch in Südostbow, oder? Südostbow. So. Und was war jetzt hier? Eine Bestellung gibt's hier. Würde doch. Das klingt doch eigentlich nach Lieferwagen, oder? Oh. Da! Oh! Meinen Sie den? Ich hoffe nicht. Ist das ein Killerwagen? Ja! 500 Schaden geht da ganz schnell. Extra Leben! Okay. Ah, kann man machen. So, den brauche ich jetzt nicht, ne?